geht ab, Leute? Willkommen bei einer neuen Folge meines neuen, bzw. alten, aber jetzt umbenannten Formats. Oh, bin ich nicht kreativ. Im Prinzip ist es einfach nur ein Q&A. Ich beantworte eure Fragen und das ist der Punkt. Aber ich wollte einen besonderen Namen dafür und Ali Tells und Hey Elvan schon vergeben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wofür steht eigentlich Oro für objektiv richtiger Unfug? Keine Ahnung, wofür das O steht. Ich überleg's mir noch. Fangen wir direkt an. Wir gehen rein bei Instagram. Dann kommen wir zu den Discord-Fragen und am Ende noch ein kleines YouTube-Schmankerl. Was stimmt mit dir nicht? Oh boy, das kann ich dir ganz leicht beantworten. Es begann bei meiner Geburt. Weil ich wurde geboren. Ist Berserk mit seinem Love Triangle die beste Romance-Geschichte in Animanga? Wer das, was in Berserk passiert, Love Triangle nennt, der hat ganz andere Probleme. Du, mein Freund, du brauchst psychologische Hilfe. Glaub mir. Was ist dein liebster Artstyle, den du bis jetzt gesehen hast? Inoue. Ganz klar Inoue. Ich glaube wirklich Inoue. Und Dorohedoro. Aber eigentlich Inoue. Nee, wirklich einfach nur Inoue. Inoue. Habe ich schon Inoue gesagt? Wie bist du auf den Namen vom Format gekommen? Ja, wie schon gesagt, weil ich äußerst kreativ bin, heißt das Format einfach so wie ich. Self-titled Alben sind immer die besten Alben. Also dachte ich, self-titled YouTube-Formate sind immer die besten Formate. Wann kommt die Manga-Füße Top 10? Bei 1000 Likes auf dieses Video. Das wird jetzt einfach immer meine Standardantwort, wenn ich was gar nicht machen will, aber euch Hoffnung geben will, um sie euch im letzten Moment wieder wegzunehmen. Findest du Death Note Part 2 overhated? Absolut. Leute, die nicht checken, warum Nier der Goat ist, die sind in meinen Augen einfach Kinder. Die sind nicht erwachsen. Die checken auch nicht, warum es nice ist, wenn eine Frau ihre Beine bis... Das ist der Zensursong. Ich zensiere. Sie einfach gar nichts mehr sieht. Checkt ihr? Bist du literally Kaiba oder literally Marek? Bro, ich bin literally beide. Zwei Herzen in einem Körper. Wenn Gerner gegen Gubi Fortnite kämpfen würde, was glaubst du, wer würde gewinnen? Ganz safe, easy, es ist nicht mal even close, Gerner. Gerner ist der beste Antagonist, arguably, in ganz Fiction. Ich glaube, for real, Joachim Gerner aus GZSZ ist der beste Manipulator jemals. Der würde Griffith outplayen, der würde Friend outplayen. Niemand kommt an Joachim Gerner ran. Den kriegst du nicht tot. Der ist wie eine Kakerlake, aber mit IQ von 7 Millionen und mit Riss, als hätte er das Wort Riss erfunden. Joachim Gerner würde jeden in jeder Disziplin outplayen. Und wenn nicht, würde er rausfinden, wie er es tut. Wie haben du und Gubi euch kennengelernt? Bei einer Runde Fortnite. Wenn man dich mal sieht, kann man dich dann zu einem Duell herausfordern. Mein Homie, das kannst du natürlich, aber beware of the trap tricks. Hat deine Frau auch Fußfetisch? Nein, aber sie ist mein Fußfetisch. Das war irgendwie süß. Ich fand's süß. Welcher Manga spiegelt deine Persönlichkeit am besten wider? Warte, den habe ich genau hier. Berserk Ultimative Edition, Band 7. Welcher Monster Hunter-Titel ist der beste und warum ist es Generations? Gerne mit Ranking. Ich werde jetzt kein Ranking machen, Bro, aber es ist nicht Generations. Wenn, dann wäre es Generations Ultimate, aber für mich in meinem Herzen vor Ultimate, weil da habe ich einfach die meisten Stunden reingesenkt. Von Nostalgie her wäre es Tri-Ultimate, aber das hatte auf 3DS keinen Online-Modus, so konnte man es nur mit Freunden um die Ecke spielen und ich habe keine Freunde um die Ecke gehabt, weil ich generell keine Freunde habe. Und deswegen vor Ultimate. Da konnte ich mich wenigstens als Mädchen ausgeben und so tun, als hätte ich Online-Freunde. Aber Freedom Unite war auch einfach goated. Ich oder Kenji? Keine Ahnung, wer du bist, also Kenji. Mit welchem Manga würdest du heutzutage anfangen, wenn du neu sammeln müsstest? Geile Frage. Angesichts der wirtschaftlichen Umstände, was alles so auf Deutsch existiert und was leicht zu bekommen ist und wo man easy reinkommt, wahrscheinlich mit Dragon Ball. Oder Yu-Gi-Oh! Wenn ich Shonen mag. Wenn ich kein Shonen mag, Vinland Saga. Vinland Saga. Mit Vinland Saga. In jedem Fall Vinland Saga. Vergesst die anderen beiden. Vinland Saga ist der Manga, wenn man noch kein Manga gelesen hat, aber Manga lesen will. Das ist mein Statement. Würdest du auch irgendwann mal Josei-Manga lesen? Wenn ja, hast du schon welche auf dem Schirm? Bro, safe. Ich würde das so, so gerne machen. Ich habe noch keinen auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob Nana Josei ist, aber bei Nana schreckt mich ab, dass es einfach nicht abgeschlossen ist und ich möchte nicht wieder in so einem Vagabond-Berserk-Rabbit-Hole landen, wo ich mir denke, voll geiles Werk wird nie abgeschlossen. Aber Josei-Empfehlungen super, super, super gerne in die Kommentare und bitte auch dazu schreiben, wie viel Bände es hat, ob es abgeschlossen ist und ob es auf Deutsch gibt, weil ich bin faul und ich will nicht googeln und wir haben doch auch einen Austausch hier. So, das waren die interessanten Insta-Fragen. Kommen wir zu YouTube. Da gab es nur eine Frage, wo ich gesagt habe, die muss ich beantworten. Und zwar, wer ist dein Favorite-Character aus Nier und hast du Drakengard gespielt? Ich habe Drakengard 3 komplett durchgespielt. Bei 1 und 2 habe ich nur Let's Plays geschaut und mein Favorite Character aus Nier overall ist wahrscheinlich Kaine, aber vielleicht auch Emil, weil wenn man Automata und Replicant in ein Universum so nimmt und sagt, hey, was ist davon über alles dein Charakter, dann ist es Emil, weil er hat in beiden Auftritt und wenn man ihn in Automata hat, dann ist es voll traurig, wenn man die Replicant-Story kennt und ja, Emil. Aber Kaine, wenn es um die Booties geht. So, jetzt kommen wir zu den Discord-Fragen und die waren auch einfach
crispy. Meinung zur Religion. Ich finde Religion eigentlich mega nice. Ich finde es nur wichtig, dass man niemand Fremden damit schadet und solange man selbst aus seinem Glauben Kraft zieht und da Positives mitnimmt und nice am Stissel ist und sich selbst damit pusht, ist Religion was super nice ist. Wenn es dafür sorgt, dass es andere verletzt, nicht mehr. Wie viele Memes pro Tag sind zu viele Memes pro Tag? 69. Ah, komm, hast du nicht kommen sehen, oder? Hast du nicht kommen sehen. Wie eine blinde Pornodarstellerin, den hast du nicht kommen sehen. Gott. Was waren die drei enttäuschendsten Manga, die du gelesen hast? Enttäuschend heißt, ich muss ja irgendeine Art von Erwartung gehabt haben. Also, Pandora Hearts, Heroes von Inio Asano und Fire Punch von Fujimoto, weil ich dachte, vielleicht kriegt das noch ein geiles Ende und die Prämisse war so cool und dann hat es voll reingeschissen. Von Neu zerquetscht werden oder von Robins Riesenfüßen zerquetscht werden? Ah, ich gehe trotzdem für Neu, weil ich glaube, von massiven Boobs zerquetscht werden ist um einiges angenehmer als von Füßen zerquetscht werden, auch wenn Füße goated sind. Und jetzt noch die letzte wichtige Frage für heute, damit wir das Ganze gehaltvoll beenden. Hast du Ficktipps? Okay, ich muss hier kurz Lore für alle, die nicht in meinen Livestreams sind, abgeben, damit ihr diese Frage checkt. Wenn man auf Twitch livestreamt, dann hat man manchmal so Entbannungsanträge von Leuten, die gebannt wurden und man selbst kriegt das manchmal gar nicht mit, weil man hat ja Moderatoren und da sind ja viele Leute und die können irgendwas schreiben und die Moderatoren bannen die dann und man sieht das erst, wenn die so Anträge schreiben und dann so fragen, hey, kannst du mich bitte entbannen, weil XY. Also bin ich letztens meine Entbannungsbeiträge durchgegangen und da hat jemand geschrieben, ich wollte doch nur Tipps. Und ich dachte mir, hä, er wollte doch nur Tipps? Worum geht's hier? Warum wurde er gebannt? Dann habe ich mir den Verlauf angeschaut und habe gesehen, er hat nur eine einzige Nachricht in diesen Chat geschrieben. Und das war direkt von Anfang an, hey, hast du F-Tipps? Und dann hat mein Mod Xehan das gelesen und ihn einfach sofort gebannt. Und ich denke mir, was für eine Dreistigkeit. Natürlich habe ich den armen Boy entbannt. Und was für ein großes Kompliment ist es, dass er meine Fresse auf seiner Twitch-Startseite gesehen hat und gedacht hat, den frage ich nach F-Tipps. Der sieht potent aus, der sieht kompetent aus. Ich glaube, der kann mir erklären, wie mein Riss hochgeht. Aber Xehan ist gegen F-Tipps. Aber Xehan hat auf YouTube keine Macht, sondern nur auf Twitch. Also gebe ich euch jetzt meine krassesten F-Tipps. Zuallererst müsst ihr Folgendes tun. In dem Moment, wo eine Frau auf euch zukommt. Das ist der Zensursong. Ich zensiere so richtig dafür sorgen. Denn wenn ich das nicht tun würde, dann gäbe es auch kein Geld. Aber wenn ihr dann erstmal reingeht. Sagen, was ich denke, dann müsste ich bald gehen. Und du und Bam, ich und deine Mom könnten uns nie mehr sehen. Und wenn du das gemacht hast, bist du der Rissmeister. Gern geschenkt. So, das war's mit dieser Folge. Stellt gerne Fragen für die nächste unter dieses Video. Und vielleicht habt ihr Glück und seid dabei. Wir sehen uns. Ciao. Das ist der Zensursong. Ich zensiere mich selbst. Denn wenn ich das nicht tun würde, dann gäbe es auch kein Geld. Würde ich sagen, was ich denke, dann müsste ich bald gehen. Und du und ich und deine Mom könnten uns nie mehr sehen. Hey! Nutte.